Das ist der abgefahren. Wie hast du die denn gefunden? Geheimsache. Du musst schwören, dass du niemandem etwas davon sagst. Zeig mal. Nein. Stell dich nicht so an, Mann. Immer willst du alles haben, aber diesmal kriegst du sie bestimmt nicht. Ich hab sie gefunden. Bleib stehen, dann zeige ich sie dir. Hast du eine Macke? Du hältst sie wohl seit neuestem für Schwarzenegger. Steck das Ding weg und mach keinen Scheiß. Du willst mir doch bloß mal ansehen. Paul. Paul? Sven? Wart ihr das? Das ist Sven. Hm. Mhm. Frau Glaser, wir werden den Jungen schon finden. Wenn er sich beruhigt hat, kommt er vielleicht von ganz allein wieder. Seit wann hat der Mann eine Waffe? Ich weiß nicht. In der Nachbarschaft wurde eingebrochen, da wollte er sich eine besorgen. Wissen Sie, ob Ihr Mann einen Waffenschein hat? Oder eine Waffenbesitzkarte? Haben Sie eine Idee, wo Sven sein könnte? Bekannte, Verwandte, Freunde? Vielleicht bei Max könnte er sein. Svens Freund Max Schröder, die Familie wohnt am rechten Rheinufer. Oder bei seiner Omi, meiner Mutter. Ich habe schon angerufen, aber er ist nicht da. Komm. Moin, moin, Oberschwester. Das wollen Sie aber nicht hier stehen lassen. Nur einen Augenblick. Nee, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Kurt, das ist ein Kinderkrankenhaus und kein Horrorkabinett. Ja. Anweisung von oben. Ich soll den Keller ausmisten. Ja, wo mal das Labor war. Ja, ausmisten heißt nicht hier abstellen. Ja, hier werden Sie doch nur zwischengeparkt. Die Ärzte suchen sich aus, was sie behalten wollen. Der Rest geht an die Uni. Für die Ausbildung oder so. Aber auf keinen Fall kann das Zeug hier stehen bleiben. Zuerst haben wir gedacht, das ist so ein Magen-Darm-Infekt, aber es wird einfach nicht besser. Und sie hat ja auch keinen Durchfall. Hat sie sich übergeben? Nein, Fieber hat sie auch nicht. Die Schmerzen kommen und gehen. Unser Kinderarzt, Herr Dr. Leiser, hat gesagt, wenn die Beschwerden dazu kommen, wechseln sollten. Wir haben einen Spannungspneumothorax behoben. Sein rechter Lungenflügel ist verletzt. Ich kann nicht sagen, wie stark. Er hat große Schwierigkeiten beim Atmen. Sein Blutdruck ist 70 zu 50, die Bewusstseinslage schwankend. Er hat ziemlich viel Blut verloren. Lassen Sie sofort Blut einkreuzen. 4 Konserven für die OP und 4 in Bereitschaft. Herr Professor. Ich kann nicht mit hinein. Herr
Wird das überleben? Wir tun, was wir können. Oberschwester Hilde wird sich gleich um Sie kümmern. Wir müssen sofort reiten. So, du kannst dich jetzt wieder anziehen. Schwester Anna, ist das etwas Ernstes? Nein, das glaube ich nicht. Ja, ich sag Bescheid. Entschuldigung, Sie möchten bitte sofort in OP kommen. Wir haben einen Notfall. Ich komme gleich. Aber wir sollten Sandra auf jeden Fall erstmal hier behalten. Schwester Anna wird dir jetzt ein bisschen Blut abnehmen. Hast du keine Angst, oder? Nö, nicht wenn ihr vorher alles in den Sterilisator legt. Also bei deinem Fachwissen überlege ich mir ja klar, ob ich dich nicht mit in OP nehmen soll. Bringen Sie Sandra und Ihre Mutter bitte auf die 3. Sobald ich kann, komme ich wieder zu Ihnen und dann erkläre ich Ihnen alles ganz genau. Okay? Gut. Ich werde dir erstmal ein paar Sachen holen, hm? Auch was zu lesen, bitte. Ja, na klar, aber keinen Horror. Sie liest nämlich mit Vorliebe die Gruselromane von ihrem älteren Bruder. So, meine Süße, jetzt muss ich dich erstmal ein bisschen pieksen. Mir war nicht besser zu stabilisieren. Unmöglich. Die Sauerstoffsättigung ist zwar gut, aber er hat viel Blut verloren. Die Blutung kommt nicht zum Stillstand. Wie ist das überhaupt passiert? Er und sein Bruder haben mit Vaters Pistole gespielt. Und der Bruder? Weiß ich nicht. Pistole im Haus. Na, dann wollen wir mal. Nein, immer noch nicht. Soll ich es weiter versuchen? Unbedingt. Dann schicken Sie ihn sofort in mein Büro. Wir können nur abwarten, Frau Glaser. Bitte spülen, ich kann nicht sehen. Sie hat ganze Arbeit geleistet, der arme Kerl. Schau dir das mal an. Haben wir den Zwischenlappen erhalten? Das sieht nicht gut aus. Ja, die Kugel ist an einer Rippe abgeprallt und hat hier an dieser Stelle das ganze mittlere Lungengewebe durchschlagen. Der Blutdruck fällt. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn halten kann. Wenn wir schneiden, verliert er 2/3 seiner Lungenkapazität. Ich weiß. Trotzdem, ich glaube nicht, dass es eine andere Lösung gibt. Ich möchte das nicht allein entscheiden. Schwester, bitte rufen Sie Professor Beckmann. Wir brauchen ihn jetzt hier. So schnell gekommen, wie es ging. Was ist denn passiert? Paul, er lag in deinem Zimmer. Die Jungs haben mit deiner Pistole gespielt und da ist es passiert. Mein Gott, ich war immer dagegen, dass du so ein Ding im Haus hast. Du hast es genau gewusst, ich wollte das nicht. Aber du musstest trotzdem. Wenn Paul stirbt, dann bist du schuld. Doris, hör auf! Bitte auf! Doris, hör doch bitte auf! Lass mich! Doris! Hör bitte auf, Doris! Lass mich! Warum hast du das passiert? Warum? Was soll man denn jetzt tun? Sven, wo ist Sven? Er ist verschwunden. Weg, einfach weg. Ein Anruf für Sie. Das ist die Polizei. Wenn Sven auch noch was passiert ist, dann... Sehen Sie sich das an, Professor. Der gesamte Zwischenbronchus ist zerstört. Meiner Meinung nach müssen wir eine Bilobektomie durchführen. Aber damit wird er 40% seiner Lungenkapazität einbüßen. Deswegen habe ich Sie rufen lassen. Ich bin dankbar für jede Alternative. Tut mir leid. So was habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Sie haben recht. Das können Sie nicht nehmen. Sie müssen den Unterlappen und den Mittellappen entfernen. Die Sättigung fällt. Und die letzte Konserve läuft. Wir haben noch 4 auf Bereitschaft. Lassen Sie 2 holen, die anderen können Sie immer auf der ITS gehen.
Und eine Teilresektion des Mittellappens mit Bronchoplastik. Ich verstehe, dass Sie sich eine andere Lösung wünschen. Aber bei dem Blutverlust, dieses Risiko einzugehen, das wäre fahrlässig. Schere bitte. Ja, danke. Eine Frau in Oberkassel hat einen Jungen gesehen, auf den Svens Beschreibung passt. Er hat sie fast umgerannt. Wie von Sinnen soll er durch die Gegend gerannt sein. Die Polizei wollte wissen, ob wir dort Verwandte oder Bekannte haben, zu denen er gehen könnte. Aber mir fiel niemand ein. War gesund? Wenn es Sven war. Therese, es tut mir leid. Bitte geh jetzt. Vielleicht kommt der Donner nach Hause. Ich werde hier bleiben. Rufst du mich an? Ich meine wegen Paul, wenn du weißt, wie es ihm geht. Wir geben jetzt Wasser in die Thoraxhöhle. Sie können vorsichtig mit der Beatmung des rechten Lungenflügels beginnen. Gut. Es ist alles dicht. Wenn er diese Nacht überlebt, dürfte er beim Werk sein. Was denken Sie, was wir hier tun? Wie lange soll ich mir das noch ansehen? Wo ist der Pieper? Sie haben Rufbereitschaft. Es tut mir leid, ich habe ihn zu Hause vergessen. Das kann doch mal passieren. Wir hatten einen Notfall. Verdammt nochmal, geh doch. Wie lange soll ich mir das noch ansehen? Wer denken Sie eigentlich, wer Sie sind? Irgendwann wird Ihnen auch Ihre Tante nicht mehr helfen können. Frau Glaser? Wie geht es Paul? Ich bin Dr. Kaminski. Kann ich zu ihm? Ja. Kommen Sie. Sein Zustand ist immer noch kritisch. Er hat viel Blut verloren. Wird das schaffen? Wir mussten einen Teil der Lunge entfernen. Paul wird sich einschränken müssen. Aber er wird wieder gesund. Wir müssen die Nacht abwarten. Ist hier nicht gut? Doch. Doch, es geht schon. Möchten Sie ein Glas Wasser? Nein, nein, ist nur... Ich mache meinem Mann solche Vorwürfe. Er hat die Waffe gekauft, obwohl er genau wusste, dass ich dagegen bin. Ich kenne doch die Jungs. Denen entgeht nichts. Was der eine nicht findet, das findet der andere. Warum habe ich nicht besser aufgepasst? Man kann nicht immer bei den Kindern sein. Und manchmal passieren Dinge, die man nicht verhindern kann. Kommen Sie. Ich möchte die Nacht bei Paul bleiben. Ja, tun Sie das. Er wird es schaffen. Schau mal. Das sieht fast so aus, als hättest du ein kleines Hühnerei verschluckt. Hier. Oder ein Tischtennisball. Oder eine klitzekleine Babymelone. Sandra. Lassen Sie mir das ja recht. Ich habe ja auch vollkommen vergessen, dass du ein richtiger Profi bist. Also, es ist ein kleiner Zellknoten, der in deinem linken Unterbauch liegt. Das ist nicht weiter schlimm, aber ich denke, dass wir ihn entfernen sollten. Dir tut's doch auch weh, oder? Eine Zyste? Nee, das ist ein bisschen komplizierter. Also, als du entstanden bist, im Bauch deiner Mama, da waren außer dir noch andere Zellen. Ich versuche das jetzt mal so zu erklären. Also, das bist du und das sind diese anderen Zellen. So, du bist jetzt immer weiter gewachsen, diese anderen Zellen sind aber nicht mitgewachsen. Und die sind dann in dich hineingekrochen und so ist im Laufe der Zeit dieser Knoten aus Zellen in deinem Bauch eingeschlossen worden. So. Ja, fast so wie diese russischen Puppen. Ist das vielleicht sowas wie ein Zwilling gewesen? Was du alles weißt, im Volksmund nennt man sowas tatsächlich Zwilling, und zwar parasitärer Zwilling. Aber ich habe es ja erklärt, ein Zwilling ist es nicht wirklich, nur ein paar Zellen. So jemanden wie dich könnte ich hier eigentlich sehr gut gebrauchen. Was meinen Sie, Oberschwester Hilde? Gute Schwestern braucht man immer.
Genau, aber jetzt bringen Sie meine neue Assistentin erstmal zum Röntgen, damit wir uns vor der OP noch einen Überblick verschaffen können. Herr Doktor. Es ist nur ein kleiner Eingriff. Aber ich schlage vor, dass wir die Sache nicht unnötig hinausziehen. Wir sollten die OP von morgen früh ansetzen. Ist es denn so eilig? Nein, aber ich würde ungern länger warten. Man kann in so einem Fall Komplikationen nicht gänzlich ausschließen. Tja. Wenn du noch einen Augenblick wartest, bring ich dich trocken zu deinem... Meinst du, du kriegst das heute noch hin? Ich krieg alles hin. Vorhin aber nicht. Tut mir leid, ich hab's nicht so gemeint. Mensch, Johanna, mir ist es doch auch an den Nieren gegangen. Der Junge, die Eltern. Aber unser Beruf hat Grenzen. Wir können nicht alles. Weißt du, was es heißt, wenn du deinem Kind nicht helfen kannst? Wenn du nichts tun kannst? Du hast mit der Mutter gesprochen. Ich weiß genau, wie sie sich fühlt. Hilflos. Du möchtest die Uhr zurückdrehen, aber es ist zu spät. Du wirst dir immer Vorwürfe machen, selbst wenn du nichts dafür kannst. Es ist dein Kind, wenn du da gewesen wärst. Soll ich dich nach Hause fahren? Geht schon. Danke. Wofür? Für den Regenschirm. Frau Regulin, Entschuldigung, es ist schon wieder so spät geworden. Nein, Frau Doktor, Sie sehen müde aus. Ich gehe dann jetzt. Sonst komme ich noch zu spät zu meiner Chatverabredung. Chatverabredung? Tonja hat mir ein Date im Internet verschafft. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Entschuldigung, dass ich so spät komme. Ich bin froh, dass ich dich habe. Aus der Operationswunde starrte sie ein menschliches Auge. Es blinzelte ihr zu. Irgendetwas hatte diese Ansammlung von Zellen zu einem Lebewesen mutieren lassen. Ein absorbierter Zwilling. Vor einem Jahr nur unter dem Mikroskop zu erkennen. Jetzt hatte er bereits ein Auge. Was machst denn du da? Du solltest doch längst schlafen. Mhm. Von wegen die Kelly Family. Ein Horrorroman. Für heute ist aber Schluss. Jetzt wird geschlafen. Das Buch ist konfisziert. Gute Nacht. Ich will aber nicht schlafen. Du musst. Sorry, meine Kleine. Musik.
dachte, Ritter hat Nachtdienst. Der Alte hat mich zum Nachsitzen verdonnert. Stephen King? Mit großen Schritten kam der Zwilling auf sie zu. Sein Kopf war unförmig, er hatte nur ein Auge, aus dem es sie verlangend ansah. Sie versuchte zurückzuweichen, aber es gab kein Entkommen. So was lesen Sie? Es gehört einer kleinen Leseratte, die morgen operiert wird. Können Sie pokern? Haben Sie Karten? Hab ich Karten. Voilà. Sie geben. Mit Einsatz. Mit Einsatz. Ja, ganz schön über den Tisch. Ist das Anfängerglück oder sind Sie etwa ein Profi? Warum finden Sie das nicht heraus? Ich wollte schon immer mal ins Casino. Keine schlechte Idee. Ich könnte Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Gehalt verdoppeln können. Ich glaube, ich weiß, woher das kommt. Was du das? Aber doch nicht die richtige Geschichte zum Einschlafen. Jetzt leg dich erstmal hin. Komm. Und atme ganz tief durch, ja? Ich hab so Durst. Du darfst jetzt leider nichts mehr trinken. Wegen der Operation, du. Ich will nicht operiert werden. War es so schlimm? Sollen wir das Licht lieber anlassen? Bitte geh nicht weg. Okay. Dann bleibe ich bei dir, bis du wieder eingeschlafen bist, ne? Guten Morgen. Es ist alles in Ordnung. Er braucht jetzt viel Ruhe. Sie können jetzt nichts für ihn tun. Gehen Sie nach Hause, schlafen Sie. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier bleibe, wird alles wieder gut. Haben Sie was von Ihrem anderen Sohn gehört? Immer wenn ein Telefon klingelt, denke ich, Sven, jetzt haben Sie ihn gefunden. Und dann ist ihm was passiert. Wie wär's mit dem Kaffee?
Morgen. Was ist denn los mit dir? Gestern warst du noch so aufgeweckt. Hast du Schmerzen? Ich will mit dem Doc sprechen. Ich will nicht operiert werden. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Den Doc siehst du dann im OP. Ich gebe dir erstmal eine Beruhigungsspritze. Ich will aber nicht in den OP. Ich lass mich nicht operieren. Dabei bin ich früh morgens eigentlich am kreativsten. Oh, nur gut, dass das deine Patienten nicht wissen. Naja, Ex-Benedikt wäre wahrscheinlich eh nicht dein Fall gewesen. Bin angebrannter Spinat zum Frühstück. Willst du mich wohl umbringen? In spätestens einer Stunde landest du bei mir auf dem OP-Tisch. Typischer Fall von verkorkstem Magen. Mach dir keine falschen Hoffnungen. Die Diät mache ich, seit ich 10 bin. Für so ein mega geiles Sandwich bist du eh nicht mehr hip genug. Gott sei Dank. Du weißt nicht, was du verpasst. So ist es eben, wenn man nicht mehr hip ist. Wie auch immer, ich muss los. Ciao. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Herr Doktor. Sandra will sich partout nicht operieren lassen. Was ist ein dickes Ding? Meine Assistentin hat kein Vertrauen zu mir. Du hast doch noch Schmerzen. Merkwürdige Therapie. Dir tut was weh, du willst aber nichts dagegen tun. Weißt du, das musst du mir erklären. Verstehst du eh nicht. Es ist ganz normal, dass du ein bisschen Angst hast. Ich habe aber keine Angst vor der Operation. Aber wovor denn dann? Mein Zwilling. Der ist nicht tot. Der lebt. Das weiß ich. Ganz genau. Stephen King. Der spukt dir im Kopf rum, stimmt's? Da ist einer. Der hat auch so einen Zwilling. Aber seiner war im Kopf, nicht im Bauch wie bei mir. Und der Zwilling wird auch herausoperiert. Aber der ist nicht tot. Der lebt weiter. Der macht dann ganz schreckliche Sachen. Er wird ein richtiges Monster. Und die Kinder. Ich kann ihn nicht herausoperieren lassen. Mist. Widerlich. Lass mich. So. Trotzdem nicht ohne mich aus. Geht's dir besser? Paul geht's auch besser. Ich weiß. Ich war schon bei ihm. Wann ist denn nun die OP von Sandra Kaiser? Naja, sobald ich sie davon überzeugen kann, dass aus ihrem Zellknoten kein kinderfressendes Monster wird, dann... Monster? Ach, vergiss es. Dir wird schon was einfallen. Schön, dass du wieder an mich glaubst. Ja, also du, gestern hat sich das irgendwie noch ganz anders angehört. Du weißt doch, dass ich es nicht so gemeint habe. Ich würde es gern wieder gut machen. Und wie? Ja, ich sag Bescheid. Die Polizei hat Sven Glaser, den Bruder von Paul, gefunden, stark unterkühlt. Er wird gleich zu uns gebracht. Sven,
mir leid. Er ist ein kräftiger Junge und wenn seine Temperatur wieder auf normal gestiegen ist, dann ist er rein körperlich betrachtet wieder vollkommen in Ordnung. Aber warum spricht ihr denn nicht? Kommen Sie bitte. Sie alle haben viel durchgemacht. Besonders schwer ist es für Sven. Er steht jetzt unter einer Art Schock. Ich denke, das Beste ist, wenn er für ein paar Tage hier bleibt. So zur Beobachtung. Wir könnten auch einen Kinderpsychologen hinzuziehen. Wichtig ist, dass er über alles redet. Nur so kann er das Geschehene verarbeiten. Na, Mädels? Platz da! Talkshow. Vielleicht tun die nur so. Auf jeden Fall voll gescheuert. Dann haben wir die Kohle. Hä? Schade. Gerade, wo es so gemütlich wurde. Das mir nichts als Ärger einbringt. Ein Appendix, das ist ja ein ganz besonderes Exemplar. Seit Tagen laufe ich mit den Dingern durch die Gegend und versuche sie anzubieten wie Sauerbier. Keiner interessiert sich dafür. Sagen Sie mal, Kurt, die kann ich denn haben? Klar, Sie können alles Danke. Haben. Lassen Sie sich damit bloß nicht von Schwester Hilde erwischen. Hallo. Was soll denn das jetzt? Das sind nur ein paar Zellen. Sandra, ich habe da ein Problem, bei dem du mir vielleicht helfen könntest. Sie haben deinen kleinen Jungen und dem geht's nicht so gut. Meine Frage ist jetzt, wird's dir was ausmachen, wenn er in das Bett hier zieht? Mm-mm. Ich weiß, es ist nicht üblich, aber vielleicht kannst du dich um ihn kümmern. Klar, aber... Dem Jungen sind schlimme Dinge passiert. Und mit uns will er nicht drüber reden. Wenn er nicht rumheult, was? Vielleicht erzählt er dir ja was. Was sind denn das für Zellen? Die hier. Ach, das waren mal meine. Wie? Die waren mal in dir drin? Mhm. Das ist mein Blinddarm. Okay, ich habe auch Angst gehabt damals. Du, das ist ganz normal, dass man Angst hat, wenn man was rausgeschnitten bekommt. Und ich wollte ganz genau wissen, was es war. Und mein Arzt hat die Zellen dann in Spiritus gelegt. Und hier sind sie. Mhm. Könntest du sowas auch mit meinen machen? Ja, wenn du mir erlaubst, dass ich sie rausoperiere, klar. Und die könnte ich dann mit nach Hause nehmen? Null Problemo. Du könntest das Glas ja mal hier lassen. Zur Probe. Nur so lange, bis ich mein eigenes habe. OP? Morgen? Und wie heißt jetzt der Junge? Sven. Sven Glaser. Ja, das war knapp! Jetzt zeigen wir es den Flaschen. Hey, was ist mit dir los? Hey, Mr. Dreamman. What's up, man? Hast du beide da angeschluckt? Hm. Oh je. Konzentrationsschwierigkeiten. Kein Hungergefühl. Unmotiviertes Seufzen. Weiche Knie. Vergiss die Flugzeuge im Bauch nicht. Und Flugzeuge im Bauch. Das ist besonders schlimm. Die Symptome kenne ich aus eigener Erfahrung. Hat er dir wehgetan? Wie? Verliebt in den Jungen, der dir ein Bein gestellt hat?
den, der dir geholfen hat. Ah ja. Und dann habe ich ihr alles in die Hand gedrückt. Sagen konnte ich ja nichts, habe sie nur angesehen. Sie hat Augen wie so kleine Glitzerbildchen, so dreidimensional. Und Grübchen, oh, so süß. Und wenn du gesehen hättest, wie sie lacht, Magic. Du musst sie wiedersehen. Aber wie? Tja, da wirst du dir wohl was einfallen lassen müssen. Nichts geht mehr, bitte. Drei, Rona Pemmo. Ruth, ich habe gewonnen. Sie haben Glück. Und Sie bringen Glück, das Spielchen. Soll ich nochmal auf Ruth setzen? Bei Farbspielen, da verdoppelt sich der Einsatz nur. Wenn Sie aber zum Beispiel auf ein Karree setzen, da verachtfacht er sich. Wie Karree? Wenn Sie mit einem Jeton vier Zahlen belegen. Kann ich Ihnen mal zeigen? Ja, bitte. Unser Karree gewinnt. Nichts geht mehr, bitte. 32, Rot per Pass. Wir haben gewonnen. Sag ich doch. Jetzt haben wir aus 20 Mark 160 gemacht. Nehmen Sie Platz. Jetzt? Jetzt geht es erst richtig los. Dargelegen. Und jetzt muss er vielleicht sterben. Aber ich hab's doch nicht absichtlich gemacht. Paul, ich würde ihn so gern sehen. Paul? Wer ist Paul? Mein Bruder. Und wo ist der jetzt? Hier im Krankenhaus. Du weißt wo? Auf der Intensivstation. Worauf warten wir denn noch? Na komm. Oh weia! Ist nicht so schlimm. Vor dem Ding brauchst du keine Angst zu haben. Lass das! Au! Hab ich doch gesagt. Jetzt zeig mal her. So. Komm. Aber doch nicht damit. So mach mal. Soll ich gehen? Du kannst auch bleiben.
Die Kinder brauchen uns jetzt beide. Und ich? Ich brauche dich auch. Weißt du, dass Paul nie wieder Fußball spielen kann? Mich hören? Es tut mir so leid, Paul. Ich vermisse dich doch so. Bitte, bitte, du musst wieder gesund werden. Paul! Keine Angst. Ich mach schon nicht schlapp. Tut's weh? Von uns ist eben keine Halle, Schwarzenegger. Ja, was ist denn hier los? Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Was macht ihr hier? Sven wollte seinen Bruder besuchen. Mitten in der Nacht? Hm. Wer ist denn eigentlich das Mädchen? Das ist Sandra, meine Freundin. So, jetzt ist aber zappenduster. Paul braucht seine Ruhe und ihr beiden Nachtgespenster mit Sicherheit auch. Kommt, geht. So, genau. Gute Nacht. Gute Nacht, Paul. Gute Nacht, Sven. Sie hätten eben nicht alles setzen dürfen. Wer hat denn alles gesetzt und verloren? Anna, es tut mir leid. Wir hatten einfach Pech, aber beim nächsten Mal... Beim nächsten Mal. Von was soll ich diesen Monat leben? Können Sie sich nicht was borgen? Was borgen? So wie Sie immer, hm? Anna, ich... Max, Sie sind ein Spieler. Ja, spielsüchtig, krank. Na, Sandra, alles in Ordnung? Ich muss dir noch was sagen. Ich habe schon von deinem Ausflug auf die Intensiv gehört. Du bist mir vielleicht ein Früchtchen. Aber ich bin sehr zufrieden als meine Assistentin. Bist du einsame Spitze. Okay. Präparat? Für die histologische Untersuchung reicht ein Teil. Den Rest bitte in ein Glas. Durch dich? In ein Glas? Was soll ich machen? Das war ein Teil unseres Deals. Du arbeitest wohl mit allen Mitteln. Worauf du dich verlassen kannst. Ausgeschlafen. Ist das wirklich meins? Klar. Und sonst war nichts drin.
Sonst war nichts drin. Das ist gut. Ich komme nicht jeden Tag besuchen. Nun übertreib mal nicht. Doch, ehrlich. Ich habe gehört, du hast jetzt immer zwei Besuche zu machen. Ach, wie geht's eigentlich deiner Freundin? Sie, eigentlich wollte ich... Sandra ist schon auf ihrem Zimmer. Die OP ist gut verlaufen. Meine Tasche ist noch oben. Geh schon, sag ihr auf Wiedersehen. Hasta la vista, Baby.